Die NFL erobert Deutschland. Bei jungen Menschen in Deutschland ist American Football jetzt sogar die zweitbeliebteste Sportart. Und in vielen Freundeskreisen ist der Super Bowl ein echter Feiertag. Doch dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines eiskalten Businessplans. Wir sind Was kostet die Welt? Und in diesem Video zeigen wir euch die 6 Spielzüge, mit denen die NFL Deutschland erobert. Let's go! Wir schreiben das Jahr 2006. Am 5. Februar ist es mal wieder soweit. Im Ford Field Stadium in Detroit findet eines der größten Sportereignisse der Welt statt. Der Super Bowl. Und das war damals schon ein Mega-Ereignis. Und es ist ein Super Bowl der Rekorde. Willie Parker von den Pittsburgh Steelers rennt mit 75 Yards den damals längsten Touchdown-Run der Super Bowl-Geschichte. Und dann macht auch noch Kelly Herndon von den Seattle Seahawks den längsten Interception-Return mit 76 Yards. Und während der Halbzeitpause tritt niemand Geringeres als die Rolling Stones auf. 90 Millionen Amerikaner sitzen vorm Fernseher und schauen zu. Eine Riesenkulisse. Doch die NFL-Bosse, die sind unzufrieden. Warum, zeige ich euch mal in dieser Grafik hier. Hier könnt ihr sehen, wie sich die Einschaltquoten beim Super Bowl in den 90ern bis 2006 entwickelt haben. Und die sind seit Jahren auf einem verdammt hohen Niveau. Das Ding ist nur, es werden nicht mehr mehr oder in anderen Worten, der Markt ist gesättigt. Warum genau das für die NFL ein Problem ist, hat uns der Sportjournalist Jan Erhardt erklärt. Der beschäftigt sich seit Jahren mit der NFL. Die NFL ist ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist ein kapitalistisches System, ein Unternehmen, das auf Wachstum, das auf Ertrag aus ist, auf Gewinnmaximierung. Okay, die NFL muss also irgendwie wachsen. Und dafür braucht sie neue Ideen. Genau deshalb setzt sie diesen Mann hier in den Chefsessel. Und der heißt Roger Goodell. Der war mal Praktikant bei der NFL und hat sich bis zum CEO hochgearbeitet. Und der Mann hat eine Vision. Well, we want to grow to become a real global sport, so you have to play in more markets. Und diesen Plan, den geht er sofort an. Sein wichtigstes Ziel, Europa. Warum? Naja, ich würde sagen, die Gründe sind recht offensichtlich. In Europa sprechen viele Menschen Englisch und noch viel wichtiger, Europäer haben Geld. Ihr Geld geben die meisten Europäer in den Nullerjahren aber vor allem für eine andere Sportart aus. Und zwar für ihren König Fußball. Ein verdammt schwerer Job also für Roger Goodell. Sein Vorgänger Paul Taillebout ist daran schon gescheitert. Der wollte in den 90er Jahren eine eigene Liga aus europäischen und amerikanischen Teams aufbauen. Ohne Erfolg. Vor allem die Amerikaner haben sich einfach null für das Projekt interessiert. Danach hat die NFL mit einer Liga versucht, in der nur europäische Teams gegeneinander gespielt haben. Die war qualitativ aber meilenweit vom Original in den USA entfernt und hat trotzdem hunderte Millionen Dollar verschlungen. Damals war allen klar, so kann es nicht weitergehen. Deshalb stampft Goodell alle bisherigen Projekte ein und setzt alles auf eine Karte. Oder wie man im Football sagen würde, er wagt eine Hail Mary. Sein Plan? Er will die bestehenden NFL-Teams in die Welt exportieren. Und schon kurz darauf kommt es zu einem Novum in der langen Geschichte der NFL. Am 2. Oktober 2005 spielen die 49ers gegen die Cardinals. Nicht etwa in San Francisco, sondern in Mexico City. Wenig später spielen die New York Giants gegen die Miami Dolphins. Dieses Mal aber in London. Und anders als alle vorherigen Projekte sind diese Auslandsmoves sofort ein Erfolg. Zehntausende Menschen strömen ins Wembley-Stadion und verfolgen den Sieg der Giants. Mexiko und London haben bewiesen, dass es mit Auslandsspielen klappen kann. Bis zum ersten Spiel in Deutschland sollte es zu diesem Zeitpunkt aber noch 15 Jahre dauern. Bei uns setzt Goodell erstmal auf eine andere Strategie. Er geht voll auf die TV-Vermarktung. Und bei der Wahl des TV-Partners landet Goodell einen Volltreffer. Das geilste Football-Wochenende des Jahres. Schön, dass ihr mit dabei seid bei RAN Football. Die Sendung RAN NFL gelangt im Laufe der 10er Jahre zu absolutem Kultstatus. Moderatoren wie Ike Domisch oder Coach Esume ziehen immer mehr deutsche Zuschauer an und die sind mittlerweile selbst sowas wie Stars. Ich hab nur auf den Moment gewartet. Warum in der Welt sagst du denn nichts? Für viele Sportfans ist der Super Bowl jetzt auch bei uns in Deutschland ein absoluter Pflichttermin. 2021 haben über 2 Millionen Deutsche beim Saisonfinale der NFL zugeschaut. Seit über 10 Jahren geht der Trend da klar nach oben. Also wagt Roger Goodell den nächsten Step. 2022 trägt die NFL zum ersten Mal ein Spiel in Deutschland aus. Und die Präsenz vor Ort hat sich voll ausgezahlt. Unter 14- bis 49-Jährigen ist American Football mittlerweile die zweitbeliebteste Sportart in Deutschland.
Als die New England Patriots im November 23 in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts gespielt haben, waren die Tickets nach wenigen Minuten ausverkauft. In den sozialen Medien gab es Screenshots von Fans, die 2,8 Millionen Menschen vor sich in der Warteliste für ein Ticket hatten. Diejenigen, die eine Karte bekommen haben, naja, die hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Spätestens jetzt ist allen klar, die NFL ist endgültig in Deutschland angekommen. Doch der Hype bei uns in Deutschland, der ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines knallharten Gameplans, an dem Roger Goodell und die NFL festhalten. Und ich würde sagen, diesen Plan schauen wir uns jetzt mal Zug für Zug an. Spielzug 1, Top-Teams exportieren. Die Kansas City Chiefs sind seit Jahren eines der erfolgreichsten Teams der NFL. Dort spielt auch Patrick Mahomes, der größte Star der Liga und einer der besten Footballspieler der letzten Jahre. In Deutschland sind die Chiefs aktuell das beliebteste Team. Vor den Chiefs war die Ära der New England Patriots. Als der Football-Hype in Deutschland losging, haben die mit ihrem Jahrhundertspieler Tom Brady alles gewonnen. Und dass diese beiden Teams bei uns in Deutschland so beliebt sind, das ist schon wieder kein Zufall, sondern Teil einer gut durchdachten Vermarktungsstrategie. Hier seht ihr eine Weltkarte mit den wichtigsten Märkten, in denen die NFL wachsen will. Und das sind die beliebtesten Teams in den jeweiligen Ländern. Und das ist schon verrückt, in jedem Land ist es ein anderes. Laut Jan Erhardt hat das einen Grund. Weil die NFL natürlich davon profitiert, wenn jetzt einzelne Teams in einzelnen Bereichen besonders stark werden und nicht etwa in Deutschland alle 32 Mannschaften der NFL miteinander konkurrieren, um die Aufmerksamkeit der Medien, der Fans, um die Merchandising-Verkäufe und so weiter. Und das heißt konkret, was die Chiefs für uns in Deutschland sind, sind die Jacksonville Jaguars in Großbritannien und die LA Rams in Australien. Kein Witz, die NFL hat den Ländern einzelne Teams zugeordnet. Und nur die dürfen dann Sponsorendeals abschließen und Marketing-Events in ihrem Land machen. Wer in einem Land einsteigen will, muss sich bei der NFL erstmal dafür bewerben. Wie so ein Bewerbungsverfahren abläuft, darüber haben wir mit dem NFL-Deutschland-Boss Alexander Steinfort gesprochen. Also die Chiefs mussten eine Unterlage ausarbeiten, wo drin stand, das sind wir, darum interessiert uns der deutsche Markt. Und das ist unsere Strategie, um in Deutschland aktiv zu sein und möglichst detailliert runtergebrochen auf Aktivierungsmöglichkeiten, auf ein Budget, was da reingebracht wird. Mit den Chiefs hat ein absolutes Top-Team den Zuschlag für Deutschland bekommen. Manche werten das als Ritterschlag für den deutschen Markt. Und das ist auch kein Wunder. Alexander Steinfort hat uns erzählt, dass Deutschland neben Mexiko und Großbritannien eine der wichtigsten Auslandsmärkte für die NFL ist. Und die Chiefs fackeln nicht lange und sind sofort ins Flugzeug gestiegen. Womit wir beim zweiten Spielzug in Goodells Plan sind. Nähe schaffen. Eine Footballmannschaft auf die andere Seite der Welt zu bringen, ist ein logistischer Albtraum. Die Teams chartern dafür eigene Flugzeuge, um die über 100 Mitarbeiter, die 53 Spieler und die komplette Ausrüstung zu transportieren. Angekommen in Deutschland geht dann das komplette Marketing-Game los. Meet and Greets, Trainingscamps für Jugendliche mit den großen Stars und auf Social Media haben sie eigene Accounts für den deutschen Markt aufgebaut. Und dort lassen sie komplett die Hosen runter, also literally. Nach Spielen können Pressevertreter mitten in die Umkleidekabinen der Teams. Was beim Fußball nur Angela Merkel darf, gehört beim Football zu jedem Spieltag dazu. Ach so, und gespielt wurde dann übrigens auch noch. Die Chiefs haben ihr Spiel gegen die Miami Dolphins mit 21-14 gewonnen. Aber warte mal kurz. Die NFL schickt zwei Footballmannschaften samt Staff um die halbe Welt für ein einziges Spiel? Warum sich das lohnt, hat uns NFL-Deutschland-Boss Alexander Steinfort erklärt. Wir haben in der Phase, in den Jahren davor auch viele, viele Fans eben über diese mediale Berichterstattung gewinnen und begeistern können. Wir merken aber, dass es nochmal eine ganz andere Ebene ist, wenn wir wirklich vor Ort aktiv sind. Und genau das führt uns auch zum dritten Spielzug im Deutschlandplan von Goodell. Denn die NFL setzt voll auf Kooperationen. Klar, Fußball ist der beliebteste Sport in Deutschland und wird es wohl auch immer bleiben. Deshalb sagen sich die NFL und die einzelnen Teams: If you can't beat them, join them. Und jetzt ratet mal, was der erste Move der Chiefs war. Kansas City Chiefs und Bayern München machen gemeinsame Sache. Und die Bayern so: Good luck, Kansas City Chiefs. Seitdem kicken die Spieler der Chiefs auch mal eine Runde mit Bayern-Stars wie Kingsley Coman oder Leroy Sané. Celebrity Endorsement sagt man dazu. Die Beliebtheit der Bayern-Spieler soll sich auf die Chiefs übertragen. Und die schlachten das natürlich konsequent aus. Mir ist er mir. Und der FC Bayern ist nur einer von mehreren Kooperationspartnern für die Chiefs.
Ein anderer ist Burger King. Dort gab es vor dem Spiel in Frankfurt zum Beispiel den Kansas City Chiefs Burger. Und bei Engelbert Strauß gibt es Arbeitskleidung im Chiefs-Look. Und sogar mit Schulen kooperiert die NFL bei uns. Die US-amerikanische Football-Liga NFL will Flag Football großflächig in deutschen Schulen verbreiten. Warum die NFL das macht? Naja, für die NFL können sich footballbegeisterte Jugendliche schließlich doppelt und dreifach in der Zukunft auszahlen, wenn sie jahrelang treue Zuschauer werden. Die NFL schafft es aber auch, die Leute anzusprechen, denen der Sport an sich erstmal egal ist. Denn Goodells vierter Spielzug lautet: We love to entertain you. Selbst wenn du wirklich gar nichts mit Football anfangen kannst, von der Super Bowl Halbzeitshow hast du bestimmt schon mal gehört. Die ist so beliebt, dass in den USA jeder fünfte Zuschauer überhaupt erst einschaltet. Das zeigt zumindest diese Umfrage hier. Alleine der Auftritt von Rihanna letztes Jahr hat auf YouTube mittlerweile mehr als 200 Millionen Klicks gesammelt. Das war einfach der erste Live-Auftritt von Rihanna seit 7 Jahren. Kein Wunder also, dass auch viele Deutsche eingeschaltet haben, die mit Football erstmal nicht so viel am Hut haben. Und die Halbzeitshow ist nur der Höhepunkt einer unglaublich aufwendig inszenierten Show. Vor dem Spiel performen Megastars wie Pink oder die Backstreet Boys die Nationalhymne. Und selbst die Werbepausen erwarten die Fans mit Spannung, denn Unternehmen investieren mehrere Millionen Dollar in super aufwendige Werbespots, die am nächsten Tag überall diskutiert werden. Kurz gesagt, der Super Bowl ist nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch ein riesiges Unterhaltungsspektakel. Aus Vermarktungssicht ist es natürlich super smart. Die NFL vergrößert damit ihre Zielgruppe. Nicht nur für Sport, sondern auch für Gossip-Fans ist der Super Bowl ein Must-See. Aus all den Gründen sind Super Bowl-Partys auch in vielen deutschen Freundeskreisen mittlerweile Standard. Und apropos Gossip, an einer Sache kommen wir selbst in diesem Video hier nicht vorbei. Es geht mal wieder um sie hier, Taylor Swift. Die turtelt ja seit Monaten mit einem der aktuell besten Spieler der NFL, dem Tight End Travis Kelce. Und ratet mal, wo der spielt. Bei den Chiefs natürlich, also dem Club, der auch bei uns in Deutschland gehypt wird. Für die NFL ist ihre Beziehung natürlich der absolute Glücksgriff. Plötzlich interessieren sich auch deutsche Swifties für American Football. Wenn sie bei einem Spiel ist, gibt es eigene Kamerateams nur für sie. Taylor Swift zeigt, was ein einzelner Star bewegen kann, und auf Star Power setzt auch Roger Goodell in seinem Gameplan. Genau das ist Spielzug 5. Deutsche Profis. Jakob Johnson, Björn Werner, Sebastian Vollmer und aktuell die St. Brown-Brüder. Die NFL fördert bewusst Spieler aus Deutschland. Sebastian Vollmer hat sogar 2-mal den Super Bowl gewonnen. NFL-Boss Alexander Steinfort will aber noch mehr. Wir investieren viel in den Nachwuchssport, in das Thema Flag Football und Weiterentwicklung von möglichen Talenten, die vielleicht aus Deutschland heraus dann den Schritt in Zukunft in die NFL schaffen können. Wir wollen, dass mehr Spieler aus Deutschland, dass mehr Spieler international insgesamt da den Schritt schaffen. Also schon klar, am liebsten würde die NFL natürlich einen Dirk Nowitzki des American Footballs aufbauen. Denn nichts funktioniert so gut wie ein Megastar. Bei anderen Sportarten hat das ja auch schon ganz gut geklappt. Doch selbst ohne einen Star wie Nowitzki gelingt der NFL der Touchdown bei uns in Deutschland. Denn die NFL bietet Spannung pur. Serienmeister wie im europäischen Fußball gibt es in der NFL eigentlich nie. Dafür sorgt unter anderem die sogenannte Salary Cap. Das ist sowas wie eine Gehaltsobergrenze. Die schreibt den Teams vor, einen vorgeschriebenen Maximalbetrag bei Spielergehältern nicht zu überschreiten. Außerdem gibt es in der NFL ein Draft-System. Das heißt, zu Saisonbeginn darf sich das zuvor schlechteste Team die größten Talente sichern. Und das hat dazu geführt, dass die letzten 11 Super Bowls einfach 8 verschiedene Teams gewonnen haben. Und wie war das nochmal in der Bundesliga in der gleichen Zeit? Ja. Und noch etwas ist anders als im Fußball. Dort werden ja die Spielkalender mit Liga, Pokalen, Champions League, Europa League, Conference League und Länderspielen immer voller. Die NFL setzt auf das komplette Gegenteil, also auf Verknappung. Die reguläre Saison hat 18 Spieltage. Die besten 14 Teams gehen dann in die Playoffs mit 3 Spieltagen. Und die beiden besten Teams spielen im Super Bowl gegeneinander. Macht insgesamt maximal 22 Spieltage. Mehr nicht. Auch dahinter steckt ein ökonomisches Kalkül. Es gibt zwar nur wenige Spiele, die erzeugen dafür aber eine super hohe Nachfrage. Im Durchschnitt hatte deshalb jedes NFL-Spiel eine höhere Einschaltquote als das Finale der Basketballliga NBA. Jan Erhardt denkt deshalb auch, dass der American Football anderen Sportarten in Deutschland richtig gefährlich werden könnte. Ich glaube, dass sich Sportarten wie Handball, wie Basketball, dass die sich sehr warm werden anziehen müssen. Weil mit der NFL, mit American Football eine neue Sportart in diesen wirklich umkämpften Sportmarkt drängt, die das Potenzial hat, eben auch dauerhaft die Nummer 2 in Deutschland zu werden.
Was sich die US-amerikanische Football-Liga in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, ist ziemlich beeindruckend. Als Roger Goodell 2006 an die Spitze der NFL kam, hat die Liga 6,6 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr gemacht. Jetzt sind es einfach 18,6 Milliarden. Zum Vergleich, das ist dreimal so viel wie die englische Premier League. Und die gilt bei uns in Europa ja schon als die Kommerzliga schlechthin. Anteil an diesem krassen wirtschaftlichen Erfolg hat auf jeden Fall auch die Expansion nach Europa. In Deutschland zeigt der wachsende Hype um American Football, dass die NFL nicht nur eine Sportliga, sondern eine weltweite Unterhaltungsmarke ist. So, das war unsere Analyse zum Football-Boom in Deutschland. Und jetzt will ich von euch wissen, ist die NFL nur ein Hype oder here to stay? Und wäre eine Salary Cap nach NFL-Vorbild auch was für die Bundesliga? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Wirtschaftscontent sehen wollt, dann schaut euch doch eines unserer letzten Videos an. Und hier findet ihr ein weiteres Video aus dem Funkkosmos. Das war's von mir. Ciao.